Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter. Da seht ihr das erste Dallschaf. Ist auch ein Männchen? War das jetzt richtig? Es ist ein Männchen. Versuchen uns mal ein bisschen ranzuschleichen. Hier oben auf dem Hügel. Da sehen wir es natürlich super. Holen wir unser Gewehr raus und gucken mal, ob wir es schon bekommen. Jetzt oder nie. Wir haben das Dallschaf erwischt. Dann laufen wir doch mal hin. Ich bin jetzt auch gar nicht so weit weggelaufen von der letzten Position, die wir hatten. Ich glaube knapp 500, 600 Meter vielleicht. Und auf jeden Fall haben wir hier ein Dallschaf. Müssten wir uns sehen. Da liegt es. Direkt zu Beginn einer neuen Folge ein Dallschaf. Sehr schön, das freut mich jetzt auch. Aus 191 Meter Entfernung bekommen wir 11 GM-Dollar für. Naja, ist zwar nicht so viel, aber es ist ein bisschen was. Wir nehmen uns ein neues Ziel vor. Oh, ein bisschen was haben wir noch an Strecke dann. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich habe es auch nur rufen gehört, ich habe keine Spuren verfolgt, nur den Rufen gefolgt und dann stand es da. Da ruft er wieder was, ein Polarfuchs. Na, die sind nichts für uns. Die brauchen wir nicht. Oh, hier haben wir ein paar Schattierungen. Laufen wir hier ein bisschen durchs Gebirge. Jetzt gleich eigentlich auch schon wieder anfangen, langsamer zu laufen. Weil wir wollen die Tiere ja nicht unnütz aufschrecken. Da vorne sehe ich doch schon wieder was. Was haben wir dort? Ein Dallschaf. Hinter der Tanne. Hinter der Tanne. Dort haben wir nichts, sondern dort. Da oben läuft es. Da. Ist wieder ein Männchen. Mal schauen, ob die Entfernung es auch hinhaut. Auch klappt.
Da läuft auch noch eins. Ich muss gucken, wie ich da hinkomme. Muss hier rum. Da laufen mehrere. Eine ganze Gruppe. Wir haben keine Munition mehr. Das ist doch jetzt nicht normal. Den weiß ich nicht, ob ich den erwischt habe. Ihn habe ich hier erwischt, er ist auch direkt zu Boden. Wir laufen mal kurz hin. Waren schon so ein paar Meter. Das waren schon so ein paar Meter. Hätte ich doch mal auf die Munition geschaut. Mist. Dann hätten wir bestimmt zwei Stück kriegen können. So, wo ist es? Wir sind, da liegt es. Meter und für ihn gab es 71. So, hier oben hin. Hier hatte ich noch geschossen. Hier in der Ecke. Schafe zieht. Dort runter, genau. Flüchtend. Nein, nein, dort. Flüchtend. Müssten sie ja hier irgendwo wieder zum Vorschein kommen. Polarfuchs, nein, wollen wir nicht. Dallschafe. Na, wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin? Trabend. Wenn sie da rein sind, finden wir sie auf gar keinen Fall mehr. Dann laufen wir halt in Richtung unser Ziel. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn erwischt habe. Ich habe nirgendwo Blut gesehen. Hätten wir ihn erwischt, hätten wir irgendwo Blut. Ach, Hasen haben wir auch noch hier. Da oben läuft was. Da oben läuft was. Da liefen die drei Schafe. Dann wollen wir doch mal zu denen hin. Können wir ruhig noch ein paar Meter schneller laufen. Ich habe mir eigentlich so vorgenommen, dass wir in der nächsten Woche in der Folge mal schauen, ob wir einen Eisbär bekommen. Einfach mal gucken, oben auf der Map,
an der anderen, am anderen Haus, ob wir dort Eisbär erwischen. Ach, wieder die Polarfuchs. Hier oben waren die Dallschafe. Hier oben sind doch nicht darunter. Ich denke mal, die sind hier oben geblieben. Wenn sie jetzt dort runter sind, müssten wir sie eigentlich irgendwo gleich sehen. Sind die jetzt so weit abgehauen, dass wir sie gar nicht mehr finden? Er soll nach hier unten hin abgehauen sein. Ja, wenn er im Wald drin ist, finden wir ihn hier nicht. Dort haben wir nichts. Da vorne ist einer. Und zwar dort. Da haben wir ihn. Und er liegt auch sofort. Sehr schön. Ein sauberer Schuss. Da hinten hauen noch welche ab. Dort im Wald drin. Aber ist egal. Wir holen uns unseren Dallschaf. Und gehen dann auf die nächste Etappe des Ziels. So, können wir auch ein bisschen umlaufen. Laufen wir schnurstracks auf das Dallschaf zu. Da war jetzt gerade wieder irgendeine Meldung. Aber hier haben wir unser Dallschaf. Ein sauberer Schuss direkt in der Halswirbel rein, bringt uns 58 GM-Dollar. Sehr schön, aus 176 Meter Entfernung. Oh, hier sieht man die Birsche. Oder spinnte da jetzt einfach nur das Game? Ich habe keine Hirsche gesehen. Ich habe keine Hirsche gesehen gehabt. Irgendwas erkennen können. Also bis jetzt sehe ich nichts. Da vorne läuft was. Was haben wir dort? Ein Hirschmännchen. Aus dieser Entfernung versuchen wir es.
ein direkter Schuss, ein direkter Treffer. Und dort haben wir ihn liegen. Es ist ein Männchen. Es ist sehr schön. Ich bin mal gespannt, auf wie viel Meter. Laufen wir kurz rüber. Währenddessen schauen wir uns hier noch um. Aber so sehen tue ich gerade nichts mehr. Na, wo ist es? Dort vorne liegt es. Ah, wieder Polarfuchs. Hinter dem Hügel müsste er liegen. Nein, noch nicht. Okay. Hinter dem Hügel? Hinter dem Hügel liegt er. Dort haben wir ihn. Und wir haben getroffen die rechte Lunge. Ein sofortiger Schuss und Verletzungszeit 0,0 Sekunden. Bringt uns auch wieder 57 Dollar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschalten würdet. Bis dorthin, danke und tschüss.